Ein Geysir in der Eifel? Hier ruht ein einsamer Dorfbrunnen. Scheinbar, bis er plötzlich zu brodeln beginnt und minutenlang meterhoch in die Höhe schießt, bis es wieder aufhört und eine halbe Stunde später wieder von neuem beginnt. Brubbel, so wird er genannt, ist ein Naturschauspiel in Wallenborn in der Vulkaneifel. Weniger ein typischer Geysir als eine kohlensäurehaltige Quelle, ähnlich wie eine Sprudelflasche, die geschüttelt wird, steigt der Druck in der unterirdischen CO2-Kammer und überschreitet den Wasserdruck, bis der Kaltwasser-Geysir emporsteigt. Der Ahrensberg oder auch Arnulfusberg ist eine Vulkankuppe aus der Tertiärzeit und eine bedeutende geologische Attraktion im Gerolsteiner Land. Durch einen Stollen kann man den Krater betreten und Jahrmillionen alte imposante Erdgeschichte erleben. Der Gipfel des Ahrensberg war eigentlich noch höher. Im 19. Jahrhundert fingen die Menschen an, das kostbare Gestein abzubauen. Sogar die Ruine einer mittelalterlichen Kirche musste dem Basaltsteinbruch weichen. Heute erinnert daran eine kleine Kapelle am Wegesrand.
Die Abbauarbeiten drangen immer weiter in den Berg und so folgte man dem Schlot in die Tiefe. Heute erlebt man in diesem alten Steinbruch atemberaubende Einblicke in das Innere eines erloschenen Vulkans.